Herzlich willkommen bei Dinner Party – Die Entscheidung. Gastgeber Robin Bate begrüßt heute im Kölner Studio fünf Menschen mit ihren ganz persönlichen Lebensträumen. Aber nur einer der Wünsche kann in Erfüllung gehen. Es geht um 5.000 Euro und die große Chance, seinen persönlichen Herzenswunsch wahr werden zu lassen. Wer hat am Ende die überzeugendsten Argumente und erhält von den Konkurrenten die meisten Stimmen? Gute Unterhaltung bei Dinner Party – Die Entscheidung. Schönen guten Abend und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich habe einen Aufruf gestartet, dass sich Menschen melden können, die einen Lebenstraum haben, den sie gern verwirklichen wollen. Es geht um 5.000 Euro und es gibt nur eine einzige Regel. Am Ende der Sendung muss sich jeder Gast entscheiden. Und nur, wenn ein Gast die meisten Stimmen innehat, geht derjenige mit dem Geld nach Hause. 5.000 Euro, 5 Lebensträume und nur einer kann heute Abend wahr werden. Hier sind meine Gäste bei der Dinnerparty. Die Entscheidung. Schönen guten Abend zusammen. Hallo. Hallo. Erstmal freue ich mich, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid. Vielen lieben Dank dafür. Ich meine, wir haben hier Essen angerichtet, ja, aber es geht am Esstisch um viel, viel mehr meistens, auch in den Familien zu Hause. Und genauso ist es bei uns heute Abend hier auch. Es geht um eure Lebensträume. Jeder von euch hat einen Lebenstraum, den er mitgebracht hat und den er gerne verwirklichen würde. Und ich würde sagen, wir stellen uns mal alle reihum vor. Jasmin, fangen wir doch einfach mal mit dir an. Ja, hallo, also ich bin Jasmin Renz, bin 28 und komme aus Künzell und mein Lebenstraum ist, dass die Band Die Dorfrocker auf meinem 30. Geburtstag übernächstes Jahr spielen sollen. Ja, das würde ich mir ganz, ganz, ganz doll wünschen. Deswegen habe ich auch das Dirndl an und bin auch im Dirndl hierher gefahren und das ist auch der Grund, weil die Band kommt aus Unterfranken und das ist mein großer Traum. Die haben mich durch eine schwere Zeit begleitet quasi und deswegen hätte ich sie gerne auch auf meinem 30. dabei. Schön. Okay, machen wir bitte weiter mit dir, Alexa. Ja, ich bin Alexa, bin 41 Jahre, alleinerziehende Mama von einem Teenager. Und mein Lebenstraum ist natürlich halt, mit meinem Kind mal richtig ausgiebig einen Urlaub zu machen. Weil als Alleinerziehende ist es ja nicht immer alles machbar. Und deswegen ist es mein Traum, mit ihr wunderbaren Urlaub zu machen und viel erleben. Okay. Katrin. Ja, hallo, ich bin Katrin. Ich bin 50. Lebenstraum ist bei mir nicht so das richtige Wort, weil ich für die Schule, an der mein Sohn auch zur Schule geht, bin ich im Förderverein. Und wir haben es letztes Jahr geschafft, dass die Schule ein Soccerfeld bekommt, wo die Schüler in der Pause spielen können. Und das Geld hat aber leider nicht gereicht für einen Kunstrasen. Und die Kinder lieben dieses Soccerfeld und spielen da in jeder Pause und verausgaben sich und haben mordsmäßig Spaß. Aber das gibt natürlich auch viele zerschrammte Knie und kaputte Hosen und so weiter, weil es halt auf Asphalt gespielt wird. Und der Kunstrasen kostet in der Tat 5.000 Euro. Also das heißt, der Wunsch würde wahr werden? Ja, genau. Und das ist eigentlich nicht mein Wunsch, sondern den von unseren 255 Schülern. Okay. Wolfgang, wie sieht's bei dir aus? Hallo, ich bin der Wolfgang, 55 Jahre alt. Und mein Lebenstraum ist eigentlich, eine gewisse Summe aufzubringen, um halt mein Traum oder mein Haus zu retten, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit dem Finanzamt und hatte viele Freunde, die mir auch finanziell unterstützt haben. Aber irgendwann muss man das Geld zurückzahlen und das möchte ich da halt zum Anschein nehmen, das zu verwirklichen und halt auch mal wieder ruhig schlafen zu können, ohne den Gedanken zu haben, du bist irgendeinem noch was schuldig und das sind einige Leute. Da würden dir die 5.000 Euro bei helfen? Ja. Okay. Juliette. Ja, ich bin Juliette, bin 34 Jahre, komme aus Berlin. Ich hätte halt einen Riesenwunsch, und zwar eine Wiederherstellungs-OP. Ich war 2015, hatte ich bedeutend mehr Gewicht. Es gibt ja auch Leute, die ja, magersüchtig sind. Davon gibt es auch ein Gegenteil quasi. Also ich war fresssüchtig, habe 2015 eine OP hinter mir. Habe über 70 Kilo abgenommen und dazu bräuchte ich halt das Geld, um eine Wiederherstellungs-OP zu haben, um mein Privatleben ja, wieder bergaufwärts
zu starten, weil ich viele negative Erlebnisse hatte. Mhm. Auch da würden 5.000 Euro helfen? Ja, definitiv. Schön. Also 5 unterschiedliche Wünsche, 5 unterschiedliche Träume, die heute hier wahr werden können. Ihr wisst ja, es geht um eure Argumente. Ihr müsst die Mehrheit an diesem Tisch von eurem Traum überzeugen, damit der auch am Ende der Sendung wahr werden kann. Also jeder von euch wird heute eine Entscheidung treffen. Wie die ausfällt, das weiß jetzt noch keiner. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen detaillierter auf die Träume ein und fangen mit dir an. Alexa, kommen wir zu dir. Ja. Urlaub ist für viele Menschen normal und für viele aber auch nicht. Und das vergessen ganz, ganz viele Menschen, dass es einen Großteil der Menschen gibt, bei denen das Geld gerade so hinten und vorne reicht und für keinerlei Luxus irgendwas anderes an finanziell da ist. Und wie ist das? Ist das denn bei dir auch so? Ja, absolut. Von wie viel Geld musst du leben, wenn ich kurz fragen darf? Ja, so ungefähr 1.500. Im Monat? Habe ich im Monat. Und wie viel bleibt dann über? Na, nicht wirklich viel, weil ich ja auch, ich habe ja auch eine Mami zu Hause, die mir ja auch sehr viel hilft, dass ich halt auch arbeiten kann. Ich bin ja auch eine kleine Clique bei meinem Kind und natürlich unterstütze ich ja auch meine Mutter noch finanziell. Und deswegen bleibt eigentlich auch gar nicht viel. Also ich spare schon über ein Jahr, dass ich wirklich mit meinem Kind mal 5 oder 6 Tage entfliehen kann. Aber das ist Stress pur. Wie viel kannst du im Monat sparen, wenn du von Sparen sprichst? Ja, es kommt drauf an. Ne? Also es gibt ja mal ganz schlechte Monate. Also ich versuche schon wirklich immer so 100, 150 Euro zurückzulegen. Oder ich hoffe, ich kriege irgendwie zum Geburtstag was, was ich dann gleich beiseite legen kann. Oder den Kindsvater halt fragen, ob er sich halt mal mit dran beteiligt. Mhm. Aber für alles kämpft man halt alleine, ne? Und es bleibt halt immer nur diese 5, 6 Tage, die ich dann aus dem Job rausgehe, mit Stress packen, mit Stress los, mit Stress alles erleben, mit Stress nach Hause und gleich wieder arbeiten gehen. Also, zahlt der Vater den Unterhalt, wenn ich fragen darf? Den Mindestsatz. Mhm. Und das sagst du schon in einem entsprechenden Tonfall. Weil, warum? Warum? Das habe ich gerade, ich sehe es in deiner Mimik gerade. Sei ruhig ehrlich zu allen hier am Tisch, weil ich merke, da ist mehr Unterhalt zahlen, aber er zahlt halt, wie gesagt, nur den Mindestsatz. Und ich kämpfe auch schon seit Jahren dafür, dass er auch vernünftig für das Kind aufkommt, was er halt überhaupt nicht macht. Ich muss viel hinterherrennen, ich muss viel betteln. Und inzwischen ist mir das auch echt zu blöd, weil ich muss sagen, ein Kind hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Sorry. Sprich dich sehr emotional an. Sehr emotional. Weil es unfair ist. Mhm. Unfair einfach dem Kind gegenüber. Wo ich kämpfe, dass sie keine Sorgen hat, dass sie alles schön hat. Also das Leben ist halt nicht immer schön. Wir haben auch dieses Jahr hatte ich einen gesundheitlichen Schlag bekommen, wo ich gesagt habe, ich muss einfach ein bisschen noch mehr Gas geben, um einfach die Wünsche zu erfüllen und mit ihr Sachen zu haben, wo sie sich erinnern kann und sagen kann, ja, das habe ich mit meiner Mutter gemacht. Was sind das so für Sachen, wenn du sagst, das sind so Sachen, die ich dich erfüllen möchte? Ich habe jetzt so gerade gespart für ein Grafiktablett, weil sie möchte gerne Medien- und Grafikdesign machen. Dann hat mir meine kleine Bella erzählt, Mama, ich brauche aber dafür noch einen Laptop, wo ich gedacht habe, oh, wo soll ich den jetzt noch herzaubern? Und da fängt das Problem halt dann auch gerade wieder an. Ich habe mich jetzt so schon schlau gemacht. So ein Laptop kostet dann auch mal 700 Euro. Wo ich dann sage, so super, wo soll ich die hernehmen? Und dann muss man schon abwägen, was mache ich? Wann wart ihr denn zuletzt im Urlaub, deine Tochter und du? Im Juni waren wir spontan 6 Tage. Außerhalb der Schulzeit, aber mit Genehmigung, weil ich es mir sonst nicht leisten kann, waren wir 6 Tage in Dubai, aber auch wirklich 2 Tage da, 2 Tage da, 2 Tage da nach Hause. Also eigentlich nicht wirklich viel gesehen, nicht wirklich viel mitgenommen. Und das würdest du dir anders vorstellen, wenn du heute hier mit dem Geld nach Hause gehst? Ja, ich würde ganz gerne mit ihr mindestens 2, 3 Wochen in den Urlaub fliegen und auch einen Urlaub genießen. Also wo man... Es klingt auch wieder total blöd, abends
am Tisch sitzen kann, irgendwo draußen ganz entspannt essen kann, sich unterhalten kann, vielleicht auch shoppen gehen kann und nicht überlegen muss, kann ich es oder kann ich es nicht. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke. Jasmin, die Dorfrocker. Sag mal ganz ehrlich, die Dorfrocker, was ist das für eine Band und warum die Dorfrocker? Ich habe die eher zufällig kennengelernt. Also ich habe familiär, war es ein bisschen schwierig bei mir, auch in der Kindheit, richtig, richtig schwierig. Sodass ich auch vor 4 Jahren eine 3-monatige Therapie habe ich gemacht, okay. War ich auch stationär gewesen. Und da hatte der Therapeut damals zu mir gesagt, ich soll mir irgendwas suchen, was mir Spaß macht, um dass ich nicht wieder an diesen Punkt komme. Und ja, an diesem einen Wochenende war ich halt unterwegs und habe meine beste Freundin gesagt, ey, komm doch mal mit mir auf die Dorfrock, aufs Konzert. Und ich so, wer ist dann das? Da saß ich auch erstmal da. Und dann bin ich damit hingegangen und die haben so eine Stimmung gebracht. Diese Band ist der absolute Hammer. Mhm. Die kommen aus Unterfranken und die waren auch letztes Jahr schon zum Echo nominiert. Und ich habe das denen auch aus Spaß am Wochenende geschrieben, dass ich heute hier dabei bin und diesen Wunsch habe. Und die haben gesagt, wenn es wirklich so kommen sollte, dass ich gewinnen sollte, würden sie tatsächlich zu meinem 30. Geburtstag kommen. Und normalerweise ist, glaube ich, die Gage deutlich mehr, aber sie würden es dann einfach machen. Und aber im Normalfall ist es auch nicht, dass die jetzt dann nur noch für Geburtstage sind. Was kosten die denn normal? Also wann hast du die kennengelernt erstmal und was kosten die normal? Vor 4,5 Jahren habe ich die kennengelernt, genau. Mhm. Und die, ich glaube, die kann, das ist schon eine Stange Geld, was sie kosten. Die haben gesagt, also ich bräuchte mir dann keine Gedanken machen, sie würden es dann einfach machen. Obwohl sie eigentlich so nicht mehr für Geburtstage und so gehen, weil sie schon relativ ausgebucht sind. Und ich fand das so überhaupt schon Hammer, dass sie angerufen haben, dass sie dieses Menschliche. Und dann habe ich mir schon wieder gedacht, genau diese Band möchte ich haben an meinem 30. Und ich möchte einfach an meinem 30. Geburtstag mit meiner Familie Zeit verbringen, weil wir haben dieses Jahr leider schon wieder 2 Krankheitsfälle. Und ich möchte einfach mit Freunden und Familie groß feiern und hätte gern diese Band dabei. Okay, da ist also ein tiefer, emotionaler Beweggrund dahinter. Was verbindest du denn jetzt mit den Dorfrockern generell, mit deinen Gefühlen, um das hier auch mal allen klar zu machen? Da ist ja viel mehr als nur die Musik, merke ich gerade. Die lenken mich komplett ab. Also ich gehe im Dirndl hin, das ist schon mal eine Form von Gemeinschaft, das ist Dazugehörigkeit. Und ich hatte letztes Jahr schon mal das Erlebnis, sie haben mich einfach aus dem Publikum gepackt und zack, war ich mit denen auf der Bühne. Und ich wusste gar nicht, was mir da jetzt geschieht. Zack, war ich mit oben und habe dann mit denen da oben getanzt und alles. Und dann war ich 2 Lieder mit oben und dann wieder runter. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? Dieses Menschliche. Und so bin ich halt auch. Und ich möchte den Wunsch ja auch mit meiner Familie teilen und mit meinen Freunden und nicht nur alleine. Sondern ich möchte einfach eine schöne Erinnerung dann haben an den Geburtstag. Über was helfen dir die Dorfrocker denn hinweg? Dass ich nicht mehr an diesen Tiefpunkt komme, wo ich damals war. An welchem Tiefpunkt? Ich war total fertig gewesen, psychisch. Ich habe richtig viel familiäre Sachen erfahren und auch angefangen zu verarbeiten. Und da ging es mir richtig, richtig dreckig. Und deswegen, ich habe schon dieses Alterszittern. Es ist auch, ich kann meine rechte Hand nicht mehr ruhig halten. Das geht nicht also mehr. Du hast sehr schlimme Sachen in der Familie früher erlebt. Ja, und deswegen, ja, ich möchte einfach was Fröhliches haben und möchte einmal auch Großgeburtstag feiern. Und die Dorfrocker würden es mir ermöglichen, wenn das gut ausgeht heute. Was für ein Traum. Katrin. Ja. Ganz andere Person, ganz anderer Wunsch. Und du hast gerade zu Beginn gesagt, was ein bisschen, hat mich so ein bisschen stutzen lassen. Es ist eigentlich nicht mein Wunsch. Aber wenn du tief in dich reinhörst, ist es nicht vielleicht doch auch dein Wunsch, heute mit dem Geld nach Hause zu gehen? Oder machst du das wirklich ganz selbstlos für andere? Also natürlich möchte ich das gerne, weil mein Wunsch ist, das den Kindern zu ermöglichen. Ich sehe, wie die da spielen, wie die sich verausgaben, wie die Spaß haben. Und ich würde halt gerne denen einfach das erfüllen können. Um es noch mal vorwegzunehmen, dein Wunsch ist ein neuer Rasen, ja. Den ihr euch mit 5.000 Euro erfüllen könntet. Für eine Schule, die du leitest? Nein. Ich bin im Förderverein, also das ist ja eine Elterninitiative. Ja. Und das ist eine Schule in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Und also die Schulen, die halt so mitten in der Stadt in Berlin sind, die sind also man muss sich das ein bisschen anders vorstellen als so Schulen, die so auf dem Land sind mit viel Platz und Grünen und so. Das ist eine relativ kleine Schule mit, wie ich sagte, 255 Schülern. Und der Schulhof, der ist im Innenhof.
Also der ist relativ begrenzt und klein. Und da haben wir halt gesagt, die Kinder, die müssen sich irgendwie vernünftig bewegen können, die müssen sich auspowern können. Das ist eine Ganztagsschule, also die sind von morgens um 8 bis nachmittags um 4 in der Schule und haben dann auch eine größere Mittagspause. Und die Lehrer haben einfach festgestellt, dass die Kinder am Ende des Schultages so schwer zu bändigen sind, weil die nicht vernünftig sich auslassen können, rumtoben. Denn in diesem Innenhof ist es so, dass im rückwärtigen Teil ganz normale Mieter wohnen. Und wenn man da jetzt irgendwie mit dem Fußball rumkicken würde, dann wird der natürlich relativ schnell in irgendwelchen Scheiben landen. Ist auch öfter passiert und irgendwann durfte man eben kein Fußball mehr spielen. Dann wurden Tischtennisplatten aufgestellt, was nicht so richtig cool ist. Und dann saßen wir mit dem Förderverein zusammen und haben halt überlegt, okay, was können wir machen, dass die Kinder einfach Sport machen, sich bewegen können, ihre Power loswerden. Und seid dann auf die Idee gekommen, wie gesagt, dieses Soccerfeld, genau, weil das sind ja so kleine Felder, so mobile Fußballfelder. Und das war, glaube ich, eine Genehmigung. Man muss es auf- und abbauen können. Ja, genau. Das ist nämlich wichtig. Und da hat das Geld nicht mehr für den Rasen gereicht, genau. Quasi. Und mit den 5.000 Euro, da würdest du also jetzt das wäre genau die Summe, die absolut, ihr braucht, ja. Ne? Um das Fußballspielen da schön werden ja, zu lassen. Genau. Dankeschön dafür. Ja, gerne. Wolfgang, hallo. Hallo. Ja, bei dir geht es, ich merke, dir liegt ziemlich viel auf der Seele. Ne? Bei dir geht es um was ganz anderes. Bei mir geht es um was ganz anderes. Ich bin 2014 geprüft worden vom Finanzamt. Hatte eine wunderbare Steuerberaterin, die alle Termine verpasst hat. Kam in die Bredouille, dem Finanzamt 650.000 Euro zurückzuzahlen. Angeblich hatte ich 9 Millionen Umsatz gemacht mit einem Mitarbeiter. Dann habe ich... ja, dagegen angekämpft, 3 Jahre lang, habe Magenbeschwerden, Kopfkino, komplette Programm, Selbstmordgedanken gehabt und mir professionelle Hilfe geholt. Den Leuten muss ich heute noch danken. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, die mich moralisch unterstützt hat, seelisch unterstützt hat und auch finanziell heutzutage noch unterstützt. Kam noch dazu, dass mein Vater noch demenzkrank war und jeden Monat 5.000 Euro noch ins Heim bezahlen musste. Also ich hatte 14, 15, 16 eine Scheißzeit, wo ich nicht wusste, wo es dran ging. So, und ja, das ist im Endeffekt, wen ich eigentlich damit danken will, ist den Leuten, die mir in dieser schweren Zeit zu mir gestanden haben, dass ich endlich das Geld zurückzahlen kann, auch dem Finanzamt endlich mal eine gewisse Summe zahlen kann, dass die sehen, dass man gewillt ist. Die machen ja einen Dreck kaputt. Ich hatte den Prüfer angerufen, ich sage, wie kommst du auf die Schätzung? Ja, wir kriegen unser Geld. Und dann denke ich mir immer, das ist der Vaterstaat hier. Und jetzt bin ich am Probieren, jeden Tag zu arbeiten, jeden Tag das Geld dran zu schaffen, um halt gewisse Leute zu befriedigen. Seit Krankenkasse, Finanzamt, mein Mitarbeiter ist schwer krank geworden, der kriegt gar kein Geld mehr. Damit würde ich ihn auch noch unterstützen. Der hat nur noch 800 Euro Rente. Und wie gesagt, das ist eigentlich ein Dankeschön für die Leute, die mir geholfen haben. Aber wenn ich jetzt hier auch hinnehmen anhöre, ist es auch ein tolles Projekt, dass man halt an die Kinder denken sollte. Aber wenn wir noch mal bei dir bleiben, Wolfgang, das merke ich auch, das geht dir emotional noch sehr, 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 sehr nahe. Also du sitzt im Stuhl und man merkt ja auch an, dass dir kommen ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn du darüber redest. Wie sieht es da in dir jetzt mal aus, aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, die du da gemacht hast? Ja, im Endeffekt sollte man nie aufgeben zu kämpfen. Ich muss sagen, ich hatte wunderbare Menschen kennengelernt, wo man sagt, Freunde, das sage ich jetzt mal wirklich, haben sich verabschiedet. Fremde Leute, die man ein Jahr gerade kennt, die dann auf einmal einem helfen, unter die Arme greifen und auch mein Mitarbeiter, der dann halt selbst dadurch noch krank wurde. Also wir haben nachts gearbeitet, um die Kohle ranzukriegen. Und der ist jetzt kaputt durch mich, sage ich jetzt mal, ne? Also, da würdest du mit den 5.000 Euro natürlich ansetzen. Da würde ich den auch ansetzen, dass er da auch eine Unterstützung kriegt. Okay. Danke dir für deine Ehrlichkeit auch hier. Juliette, kommen wir zu dir. Auch ein sehr, sehr emotionales Thema bei dir. Ne? Ja, furchtbar. Also ich höre hier nur Emotionen. Ich dachte so, naja, die eine will vielleicht ein Hochzeitskleid, die andere will keine Ahnung was. Und aber bei dir geht es ja um dich selber. Ich meine, du hast ja eine Transformation hingelegt, die kaum jemand schafft.
Ja, definitiv. Es war auch ein Kampf, das überhaupt durchgesetzt zu bekommen. Und war auch wirklich sehr glücklich. Was viele denken, ist, also viele setzen sich nicht damit auseinander. Ich habe halt viel Feedback bekommen, naja, bist du selber schuld, wenn du so fett warst. Also ich habe 153 Kilo gewogen, war mein Kampfgewicht. Und viele können es aber nicht nachvollziehen, wenn man wirklich fresssüchtig ist. Das war dann wirklich so bei mir, dass ich nachts nur auf Toilette gegangen bin und wusste aber, ich habe 300 Gramm Schokolade im Kühlschrank. Und die habe ich komplett vernichtet innerhalb von 2 Minuten. So. Egal, ob ich glücklich, traurig oder happy war, ich musste immer essen. Dann, wie gesagt, hatte ich dann die OP bekommen. Die kriegt man auch nicht einfach so dahingeschmissen. Also man muss halt auch irgendwie alles belegen, dass man Sport macht, diverse Diäten hinter sich macht, das muss man alles belegen. Also die Krankenkasse sagt jetzt nicht, oh super, wir zahlen. Ja, und jetzt bin ich schon dabei, nachdem ich so viel Kilos abgenommen habe, dass ich halt durchsetze, dass ich eigentlich eine Hautstraffung, eine Wiederherstellungs-OP, schimpft sich das, bekomme. Denn du leidest unter deinem Äußeren jetzt immer noch genau. Sag mal, früher warst du ein bisschen runder und jetzt hast du so viel abgenommen. Richtig. Wir haben da auch ein Foto von dir. Dürfen wir das zeigen? Ja. Das würden wir da hinten auf den Monitor legen. Und da sehen wir, wie der jetzige Ist-Zustand quasi ist bei dir. Ich merke auch bei dir, du schaust gar nicht hin. Nee. Weil ich mich selber nicht im Spiegel betrachten kann. Also früher war das halt so, da war ich fett. Also wir nennen es halt beim Wort so, wie es halt ist. Früher war ich fett, da hat man halt diverse Sprüche bekommen, gib mir mal Schatten, fette Sau, oder heute ist mal wieder Vollmond oder weißer Kuckuck was. Jetzt hat man viel abgenommen und man nimmt ja nicht nur, man muss ja halt auch Regeln befolgen. Ich nehme mein Leben lang Medikamente, ich muss trotzdem aufpassen, was ich esse. Ich ist ja jetzt nicht so, dass ich eine Magenverkleinerung bekommen habe und ich kann immer nur minimalistisch essen. Mhm. Und jetzt ist halt das Problem, wenn ich mich mit jemandem treffe, habe ich jetzt halt des Öfteren schon erlebt, dass wirklich ein Mann das gesehen hat, hat gesagt, tut mir leid, bei mir bewegt sich gar nicht, wenn ich hier die ganzen Fettschürzen sehe. Und das geht schon in die Tiefe. Mhm. Und mit den 5000 Euro, das wäre ein erster Schritt zu einer Bauchstraffung zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Das loszuwerden. Genau. Danke auch dir für deine Ehrlichkeit. Danke. Das waren 5 verschiedene Lebensträume. Und es geht um diese 5000 Euro. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht. Wüssten Sie, wem Sie Ihre Stimme geben? Wir machen gleich eine Probeabstimmung, um schon mal eine Tendenz zu erkennen, wohin die Reise geht. Bleiben Sie dran, bis nach der Werbung. Willkommen zurück bei der Dinnerparty, die Entscheidung. 5 Gäste, 5 Lebensträume und nur einer kann heute wahr werden. Denn nur wenn ein Gast es schafft, alle anderen am Tisch oder die Mehrheit zu überzeugen, dass sein Wunsch erfüllenswert ist, geht derjenige auch mit 5000 Euro nach Hause. Wir kommen zur Probeabstimmung. Jeder von meinen Gästen hat jetzt 4 Tafeln vor sich. Seine eigene ist natürlich nicht dabei, denn für sich selber stimmen zählt nicht. Ich würde euch bitten, jetzt jemanden auszuwählen und dann die Tafel verdeckt hinzulegen, sodass sie niemand sieht. Entscheidet euch jetzt für eine Person, deren Wunsch wahr werden soll. Okay, Jasmin, komm bitte zu mir und nimm deine Tafel mit. War die Entscheidung für dich schwer? Du schaust ein bisschen gequält gerade. Ja, die ist sehr schwer, weil ich kann von den 4, die mit am Tisch saßen, jeden Wunsch nachvollziehen. Und daher war das sehr, sehr schwer. Am liebsten hätte ich jedem eine Karte gegeben, aber wir sollen ja nur eine geben. Richtig. Und das ist, ja. Für wen hast du dich entschieden? Ich hätte mich jetzt für den Wolfgang entschieden. Das heißt, Wolfgang hat dich überzeugt? Ja. Dankeschön. Alexa, darfst dich gerne wieder setzen. Danke. Auch bei dir? Entscheidung schwer gefallen? Sehr schwer gefallen. Also ich habe da 3 Favoriten. Und ich würde ganz gern irgendwie einen geben. Ja, aber du kannst dich nur für einen entscheiden. Für wen hast du dich denn entschieden? Ich habe mich für Katrin entschieden. Katrin, ja. Weil es auch wieder um Thema Kinder geht. Und
da müssen wir leider Gottes mitziehen. Alles klar, danke dir dafür. Danke. Katrin, komm bitte zu mir. Nimm deine Tafel mit. Und auch dir, schwer gefallen? Ja, okay. Für jeden bedeutet das ganz viel. Und im ersten Moment denkt man so, na ja, jeder hat so seinen Wunsch. Aber wenn man dann so hört, was die Leute dazu zu sagen haben, dann merkt man doch, wie tief das geht. Und deswegen hast du dich entschieden für? Juliet. Sehr ausgeglichen. Okay. Dankeschön. Gerne. Wolfgang, komm du bitte zu mir. Lange gebraucht für deine Entscheidung? Jein. Aber eins hat mir sehr, liegt mir am Herzen, dass die Person ihr wirklich privates Glück findet. Deswegen stimme ich für Juliette. Juliette, die zweite Stimme. Dankeschön. Juliette, komm du bitte zu mir. Wie sieht's bei dir aus? Also, warst du zwiegespalten oder hat sich bei dir eindeutig schon jemand herauskristallisiert? Nein, leider nicht, weil mir geht's ein bisschen wie Alexa. Ich habe so drei Favoriten, aber ich habe mich Tatsache für Alexa entschieden, okay, weil ich selber weiß, wie es ist, als Kind nichts zu haben. Dankeschön. Das heißt, wir haben jetzt im Moment bei der Probeabstimmung ein Ergebnis, dass Juliette vorne liegt. Und als Einzige die meisten Stimmen hat und somit die 5.000 Euro bekäme. Das ist allerdings nur die Probeabstimmung, denn wir starten jetzt in die zweite Diskussionsrunde. Ich hätte mal etwas anderes mit euch vor. Ich sehe, lasst es euch gut gehen und greift ruhig ordentlich zu, dafür ist das Essen da. Juliette. Kurze Frage an dich. Hättest du damit gerechnet? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also da ich ja Altenpflegerin bin, habe ich... Ich muss jetzt mal auspacken. Ich habe wirklich zwischen Wolfgang und Alexa die ganze Zeit gedacht, weil als er das sagte mit seinem Vater, war das richtig? Dachte ich so, oh, okay, weil ich ganz genau weiß, wie ne, das ist, so ist. Aber ich kann auch halt Alexa ganz gut nachvollziehen, weil ich halt auch als Kind wusste, wie es ist, wenn man nichts hat, aber die Mutter wie eine Löwenmutter vor einem steht und versucht, alles dafür zu machen, dass das Kind glücklich ist. Jasmin, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich, du schaust ein bisschen enttäuscht aus. Was ja, ist los? Ja, weil ich bin genau dieses Kind, das ohne Vater auch aufgewachsen ist. Und ich hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit gehabt. Und Fühlst du dich missverstanden von allen? Ja, ich glaube ein bisschen schon. Aber ich glaube, es kam so ein bisschen rüber, ja, die will halt Party machen und so. Und das ist gar nicht der Fall. Ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Wir sind sehr oft umgezogen. Ich bin sehr, sehr viel gemobbt worden in der Schule. Mein leiblicher Vater weiß überhaupt nicht, was er uns alles angetan hat. Das war dann so weit, dass ich dann halt irgendwann selber auch gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und habe dann auch eine Therapie angefangen. Und dann ist nach und nach in meiner Verwandtschaft, sind halt auch einige schon gestorben. Und jetzt dieses Jahr sind zwei Stück sehr krank geworden, mein Opa und meine Tante. Und mir ist es halt einfach wirklich wichtig, dass wir einfach noch mal einen Abend zusammen haben, wo wirklich Spaß ist. Meine Tante hat die ganze Zeit selber vorgehabt, auf Dorfrocker-Konzert zu gehen. Und jetzt wird es wahrscheinlich, so weiß ich nicht, ob sie es jetzt noch machen kann, also... Ich hoffe ja, also ich hoffe auch, wenn ich es gewinne, dass er da teilnimmt. Und ja, also mir würde das sehr, sehr dran liegen, zumal ich auch noch nie richtig Geburtstag gefeiert habe. Wolfgang, was löst das in dir aus, wenn du so einen Wunsch jetzt hörst von Jasmin? Und bei dir geht es ja um ganz andere Sachen. Ich meine, bei dir geht es ja wirklich um die Schuldentilgung. Wie weit geht da dein Verständnis? Ich meine, es geht immerhin um 5.000 Euro. Das muss man schon mal dazu sagen. Ich habe da vollstes Verständnis für und ich wünsche dir auch, dass die Dorfrocker kommen, auch ohne großartiges, sag ich mal, Gage, weil du machst wunderbar Werbung für sie. Ja. Aber ich muss auch sagen, jetzt hier bei Juliette, das ist halt, wo ich dann denke, sie hat den Schritt gewagt und ich finde schon, dass sie es verdient hat, genau wie hier auch bei Katrin mit den. Was ist mit deinem Wunsch? Findest du, dass du es verdient hast? Ich bin dann wieder derjenige, der eher dann wieder zurücksteckt, weil
Ich habe noch zwei gesunde Hände, ich kann noch arbeiten. Aber manchmal fällt es auch schwer. Mir tut leid für meinen Mitarbeiter, den ich eigentlich mit meiner Sache kaputt gemacht habe. Ich muss sagen, haben sich Leute rausgesucht oder Freunde gefunden, die mir geholfen haben aus dieser Krise. Und halt auch mein Mitarbeiter, der jetzt schwer krank ist, der eine neue Niere braucht, der noch einen Herzinfarkt bekommen hat, dadurch mein Alter hat. Und man weiß, in Deutschland ist es halt so, erst kommen die Jüngeren und dann die Alten. Der wirklich, im Endeffekt, wie soll ich sagen, er ist eine arme Sau. Und er tut mir für den Mann leid. Und das war ein herzensguter Mensch. Jeder hat seine Emotionen oder auch seinen Wunsch, ne, den er auch verwirklicht hat. Sie hat den Wunsch, diese Straffung zu machen. Das ist für ihr Äußerstes, es ist für ihr Inneres oder auch hier für den Kopf. Sie hat den Wunsch mit den Schülern halt, dass du mit deinen Kindern oder mit deiner Tochter, ne, bist aber auch eine hübsche Frau und ich denke mir, du wirst auch einen wunderbaren Partner noch finden. Entschuldigung. Hallo, also ich bin seit 5 Jahren solo und eigentlich kümmere ich mich wirklich nur um meinen Job, um meine Mutter und um mein Kind. Weil für andere Sachen habe ich gar keine Zeit, weil ich gar nicht das Leben dazu habe, Zeit zu haben. Also wenn ich schaffe, mal 2-mal im Jahr vielleicht auf ein Konzert zu gehen, bin ich gut. Weil ich muss arbeiten. Ich muss das einfach alles managen können, weil ich kriege nichts geschenkt vom Vaterstaat. Also mir hilft keiner, ich brauche nicht nach einer Unterstützung fragen, gar nichts. Nichts. Als Alleinerziehende bist du einfach nichts. Da gebe ich dir recht. Da geht es dir fast wie mir, weil ich gehe auch sehr, sehr viel arbeiten. Ich habe noch einen Nebenjob. Also ich bin bei der Deutschen Post und gehe noch nebenbei putzen morgens 3-mal die Woche, 3 Stunden vor der Arbeit. Und weil ich halt durch meinen leiblichen Vater einen Haufen Schuldenberg noch bekommen habe, deswegen also kam das halt alles noch immer noch zum Abbezahlen. Und ja, deswegen, also ich habe so 14, 15 Stunden am Tag habe ich schon. Ja, das habe ich auch mit Fahrtweg und den ganzen Tag stehen und machen und tun. Also das kenne ich alles. Also ich bin froh, wenn ich mein Kind am Sonntag sehe und ich nicht halb tot schon im Bett liege, weil ich so kaputt bin. Ja. Und was ist das für ein Sonntag, wo andere alles machen, kann ich den Haushalt schmeißen. Ich hatte aber noch eine Frage an Juliette. Wie viel müsstest du an Kosten eigentlich jetzt dafür zusammen? Also ich bin nebenbei noch dabei, dass ich das mit der Krankenkasse durchgesetzt bekomme. Allerdings sagen die zu mir, nein, das ist kein medizinischer Grund, obwohl es so ist. Ich habe Wunden, mein Bauchnabel zum Beispiel, der entzündet sich andauernd, die Schenkel reiben sich andauernd und da hast du halt auch ständig Wunden unter der Brust. Die sind aber der Meinung, nein. Ich muss Mullbinden tragen, 5-mal am Tag duschen gehen. Da habe ich gesagt, wie haben Sie sich das vorgestellt, wenn ich arbeiten gehe, dass ich zu meinem Chef sage, Entschuldigung, ich muss mal kurz duschen gehen, damit sich das nicht reibt oder wie? Ja, also die Krankenkasse zeigt mir ganz doll 2 Mittelfinger und sagt, nö, wir wollen das nicht bezahlen. Auf Biegen und Brechen nicht. Und ich sage, irgendwas stimmt hier nicht. Wie viel kostet denn die Operation? Du hast bestimmt schon mal schlau gemacht. Ja. Also jede Zone würde A 5.000 kosten. Wie viele Zonen bräuchtest du? Was musst du machen? Oberschenkel, Bauch, Brust und Oberarm. Das heißt, wir reden hier über einen Betrag von 20.000. Korrekt. Darf ich mal kurz was fragen? Wenn du jetzt die 5.000 hättest und würdest davon eine OP machen, hättest du dann irgendwie Möglichkeiten, um an das restliche Geld zu kommen? Weil nicht, dass die Krankenkasse dann sagt, jetzt haben sie ja schon einmal bezahlt, jetzt machen wir zum Rest erst recht. Nein. Also ich wüsste oder ich befürchte ganz doll, dass wenn ich es wirklich durchgesetzt bekomme, im Positiven, dass sie definitiv meinen Bauch machen würden. Also hoffe ich ganz doll. Und wenn sie es nämlich nicht machen, würde ich von den 5.000 Euro meine Brust straffen lassen und mir was reinsetzen, weil ich habe nichts. Musst du persönlich bei den Krankenkassen vorsprechen über deine OP? Oder geht das alles nur schriftlich? Also sehen sie dich auch? Ja, das ist ja das Witzige daran. Ich habe diverse Atteste vom diversen Ärzten eingereicht, dass sie halt das zustimmen. Auch der Chirurg hat gesagt, wir reden hier nicht von einem kosmetischen Einsatz, sondern von einem medizinischen Einsatz, der gemacht werden muss. Und das MDK hat sich bis heute gestreikt, mich überhaupt persönlich einzuladen. Die gehen quasi nur per Aktenlage und sagen, nö, kriegt sie nicht. Was ist das MDK, wenn ich fragen darf? Medizinischer Dienst, das lädt dich quasi ein und begutachtet dich
Und die erstellen ein Gutachten? Von oben bis unten nackig, wie du ausschaust. Mhm. Und wie viel was runterhängt. Also alles, was ich quasi beim Chirurg schon gemacht habe, weil das muss ja alles abfotografiert werden und der Krankenkasse eingesendet werden. Der hat wirklich ein Maßband genommen und hat gesagt, wie viel Fettschürze in Zentimeter pipapo runterhängt. Das medizinische Dienst, so habe ich mich jedenfalls schlau gemacht, sagt zum Beispiel, wenn eine Bauchfettschürze über dem Vaginahügel steht, ist es definitiv ein medizinischer Grund, dass es weggemacht wird. Und bei mir ist aber, dass ich eine Entzündung habe. Und trotzdem sagen die zu mir, nee, wir laden sie nicht ein. Und das finde ich total frech, weil ich habe ja die Fotos nicht sonst woher, sondern man kann es ja auch sehen, Leute, ladet mich ein und seht doch, dass das so ist. Mhm. Und bis jetzt gingen sie wirklich nur per Aktenlage und sagen, nö. Also schwierige Situation. Ja. Wisst ihr, was mir auffällt? Eine hat noch gar nichts gesagt. Katrin. Ja. Katrin, was ist los? Du schaust mich mit großen Augen von da hinten an. Ja. Und bist so ein bisschen verstummt und spitzt die Ohren. Was geht dir durch den Kopf? Ja, also wir haben hier so, also jeder hat so sein Schicksal. Und ich habe natürlich kein Schicksal. Ich spreche dann nur, in Anführungsstrichen, für die Kinder. Jetzt, wenn ich noch mal zurückkomme zu dir, du hast gesagt Berlin-Kreuzberg. Mhm. Erzählt ja auch manchmal als Brennpunkt, auch ja. In den Medien. Ja. Was hat das denn für eine Bedeutung, so ein Rasen auf dem Fußballplatz für die Kinder? Weil da gibt es ja auch viele Konflikte. Oh, das ist total wichtig, weil an der Schule sind 76% nicht deutschsprachiger Kinder. Also oder Herkunftsland, nicht deutschsprachig. Und es sind auch 2 Willkommensklassen an der Schule. Und das ist eine ganz große Integration. Also die Kinder spielen da miteinander, egal aus welcher Kultur sie kommen. Und wenn man in den Nachrichten hört, dass sich Länder gegenseitig bekriegen, die Kinder spielen dort miteinander. Und es sind die Erwachsenen, die die Kriege führen und die Kinder. Wenn es Stress gibt, dann tragen die das echt auf dem Fußballplatz auch aus. Also es gibt immer kleine Gruppen, die gegeneinander spielen. Und durch diese Bewegung und dieses Auspowern geht natürlich auch ganz viel Energie weg. Und die bleibt dann einfach nicht mehr, um sich zu streiten. Also die Lehrer, die haben alle gesagt, seitdem dieses Soccerfeld da ist, sind sie so glücklich, weil die Kinder viel entspannter sind und man viel besser mit denen arbeiten kann. Und auch dieser Traum kann in Erfüllung gehen, denn es geht um 5.000 Euro. Und die finale Abstimmung, die findet jetzt gleich hier statt. Und dann bin ich gespannt, wer die 5.000 Euro mit nach Hause nimmt. Gleich hier bei der Dinnerparty. Die Entscheidung. Zurück bei der Dinnerparty. Die Entscheidung. 5.000 Euro, um die geht's jetzt. Und zwar nur, wenn einer meiner Gäste die meisten Stimmen von den anderen Gästen erhält. 5 Lebensträume haben wir hier und jetzt heute gehört. 5 unterschiedliche Lebensträume. Und ihr habt jetzt noch mal die Chance, jemandem Fragen zu stellen, euer Anliegen noch mal den anderen näher zu bringen. Denn 5.000 Euro ist eine Menge Geld, oder Jasmin? Ich sehe an deinem Gesicht, ja. Du bist nicht zufrieden, du bist nicht glücklich. Ich denke, ich würde es mir halt einfach so sehr wünschen, noch einmal komplett mit meiner Familie und mit meinen Freunden zu feiern. Bevor jetzt vielleicht die Nächsten erkranken oder sterben oder keine Ahnung. So denke ich halt die ganze Zeit, weil es wirklich sehr schwer war in der Vergangenheit und wir das so noch nie hatten. Und ja, die Dorfrocker habe ich halt einfach auch genommen, weil sie gut sind. Fühlst du dich von jemandem falsch verstanden? Nein. Hier am Tisch? Also du hast das Gefühl, alle haben dein Anliegen verstanden. Hat noch jemand eine Frage an Jasmin zum Beispiel? Niemand? Alexa? Ich wünsche, dass ihr Wunsch hier in Erfüllung geht. Aber ich sage, man kann jetzt jedem eine Karte geben, jedem. Und das ist das Traurige, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, für wen das sein muss. Oder, ne? Also ich sage, ich wünsche ihr mit den Kindern und ihr für ihr persönliches Glück auch. Weil keiner möchte alleine sein. Aber einen hast du vergessen bei der Rechnung. Wünschst du es denn auch dir? Ich habe, wie sie eben schon gesagt hat, ich habe gekämpft. Ich habe Gott sei Dank gegen das Finanzamt in Anführungsstrichen gewonnen, das heißt gewonnen. Ich muss immer noch 40.000 Euro bezahlen, aber das ist eine andere Summe als 650.000. Und ich habe mit 650.000 2 Jahre jede Nacht bin ich eingeschlafen. Das war das Traurige, weil ich wurde krank. Ich war beim
Aber 40.000 ist ja auch noch genug. Also 40.000 ist ja noch eine. Ich meine, wenn du da. Da ich ja jetzt auch noch allein am Arbeiten bin, weil man kriegt keine Handwerker mehr, so und so nicht. Und halt mein bester Mann, meine Vertrauensperson, die ist durch die ganze Scheiße, die ich natürlich erlebt habe, der hat das ja auch jeden Morgen mitbekommen oder jeden Tag miterlebt, ist natürlich auch noch krank geworden. Den du auch unterstützen willst mit den 5.000 Euro, hast genau. du gesagt. Genau. Und wenn ich dann halt sehe oder in den Nachrichten hört, wer hier kommt oder wer halt Zuschüsse bekommt oder die obersten Politiker in welcher. Da kriegt man halt nur noch graue Haare, die ich ja bekommen habe in den letzten 2 Jahren. Da könnte man eigentlich nur noch so eine Krawatte kriegen. Also ich muss sagen, also Deutschland ist nicht mehr das, wo man sich wohlfühlt. Entschuldigung, was ich dazu sage. Nee, weil man muss sich ja nur noch blank machen. Kämpfen, blank machen, kämpfen, ausziehen, kämpfen. Genau. Wieder Geld dalassen und. Wie sie jetzt auch schon sagt, man kämpft, um sich wohlzufühlen. Also das ist ja kein Wohlfühlen, das ist ja keine Schönheitsoperation. Sie hat ja wirklich Wunden oder halt auch wirklich ein scheiß Gefühl im Kopf, ne? Und ich schaue wieder rüber zu Katrin, die auch mehr denkt als redet heute bei uns. Oder wie sieht es da aus bei dir? Also. Ja, es ist halt, wenn ich das vergleiche, dann ist das natürlich, also dann muss ich das, oder dann habe ich das Gefühl, mein Wunsch ist so ein Luxuswunsch. Also, weil die Kinder haben diese Schule, die haben ganz, ganz tolle Lehrer, die sich für sie einsetzen und sind dort auch gut aufgehoben und haben schon dieses Soccerfeld, also für das wir wirklich sehr, sehr gekämpft haben. Der Rasen erlaubt natürlich ein ganz anderes Spielverhalten. Also da ist jetzt immer ganz viel Vorsicht geboten und man muss aufpassen, dass man nicht hinfällt und jemand stolpert auch noch übereinander. Also so ein Rasen, der federt halt auch eine ganze Menge ab. Und ich weiß halt, wie wichtig das den Kindern ist und wie die dieses Feld lieben. Und wir haben ein Filmchen gedreht und die standen dahinter und haben dann geklatscht und sich gefreut und machen Turniere. Es gibt einmal im Jahr ein Soccer-Turnier, wo dann auch das beste Team gewinnt. Das wird auch vom Förderverein gesponsert. Und das sind natürlich alles so Sachen, ich liebe das, einfach die Kinder glücklich zu sehen. Und da, in dem Moment sieht man das. Und da sind Kinder, die haben auch wirklich richtig schlimme Geschichten hinter sich, wie ich auch vorhin gesagt hatte, mit den Willkommensklassen. Und wenn man dann einfach sieht, dass die da den Alltag vergessen, mit Freunden Fußball spielen, johlen und grölen, dann freue ich mich einfach. Ich finde das schön. Ich glaube, damit ist alles gesagt, kommen wir zur finalen Abstimmung. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ihr habt wieder alle Bilder vor euch liegen. Es wird wieder eins ausgewählt, das ihr bitte verdeckt vor euch hinlegt. Und ich werde euch wieder einen nach dem anderen zu mir an die Tafel holen. Wählt jetzt mit Bedacht, denn jetzt geht es um die 5.000 Euro. Die anderen bitte die anderen Karten auf den Tisch legen. Katrin wählt noch. So, gut. Fangen wir an mit Jasmin. Komm bitte zu mir. Deine Stimme und damit deine Stimme für 5.000 Euro. Meine Stimme für 5.000 Euro würde ich der Alexa geben. Hast du dich umentschieden zu vorher? Ja, habe ich. Okay, warum? Weil Alexa so ein bisschen das gleiche Anliegen hat wie ich. Sie möchte Zeit mit ihrer Tochter haben. Und ich finde, Zeit mit jemandem zu verbringen, ist viel, viel mehr wert wie alles andere. Weil alles andere kann man irgendwie klären. Und einfach Zeit miteinander zu verbringen, da kann man sich dran zurückerinnern. Das ist viel schöner. Okay, danke dafür. Dann kommt jetzt Alexa zu mir. Du darfst dich wieder setzen, Jasmin. Ja. Alexa, für wen hast du eben gestimmt? Ich hatte für Katrin gestimmt. Und für wen stimmst du jetzt? Für Wolfgang, weil er die ganze Zeit sich außen vor lässt. Katrin, ich hoffe, wir kommen auch so irgendwie noch mal zusammen. Ich würde es auch ganz gerne weiter unterstützen. Okay, deine Stimme geht also jetzt final für die 5.000 Euro an Wolfgang. Dankeschön. Katrin.
Du hast sehr lange mit der Entscheidung gebraucht, ne? Ja. Für wen hast du dich denn eben bei der Probeabstimmung entschieden? Da hatte ich mich für Juliette entschieden. Und anhand deiner Wörter kann ich merken, du hast dich umentschieden. Ja. Für wen? Für Wolfgang. Warum? Weil ich finde, dass er das am allermeisten braucht. Dankeschön. Wolfgang. Kurz für dich, du hast Tränen in den Augen. Wie fühlt sich das an, mit zwei Stimmen vorne zu liegen? Nicht gut. Nicht gut? Ja, also klar, gut. Aber ich sage, mir tut das mit ihr noch mehr. Weil ich weiß, wenn du kein persönliches Glück hast, sie hat eine Tochter, die sie über alles liebt, sie hat eine Familie und die wird ihre Party machen und ich würde sie auch nach Köln einladen auf eine Karnevalsparty bei uns und dann ist alles wunderbar. Ihr wünsche ich wirklich, dass sie da einen Sponsor in Kreuzberg findet mit dem Fußballplatz, das dann Kunstrasen gibt. Da gibt es 100% Firmen, die mal spenden. Aber das hier mit dem, Entschuldigung, dass ich mal krass so sage, mit der Haut, die überall ein bisschen schwabbelt. Ich weiß, das ist, man fühlt sich nicht mehr wohl. Ja. Und deswegen. Wolfgang, wen hast du gerade denn dich entschieden? Ich bleib bei meiner Stimme wie du eben. Du stimmst für Jasmin. Juliette. Sorry, Juliette. Vielen Dank. Nee, das ist klar. Du stimmst für Juliette. Dankeschön. Und Juliette. Ich dachte, die finale Stimme. Ich darf gleich was sagen. Komm ruhig zu mir bitte und halte deine Stimme verdeckt. Für wen hast du gerade gestimmt? Für Alexa hatte ich gerade. Du hast für Alexa gestimmt. Mhm. Ich sage gleich, solltest du deine Meinung nicht geändert haben, hätten Alexa und Wolfgang Gleichstand und das Geld würde hier bleiben. Für wen hast du dich entschieden? Wie, wenn ich mich jetzt für Alexa entschieden hätte, bleibt das Geld hier? Das Geld bleibt hier. Ja, dann würde ich sagen, der Abend hat sich gelohnt. Ich habe ja gesagt, ich möchte am liebsten drei Karten haben. Die erste Stimme ging Alexa, weil ich selber weiß, wie meine Mutter für mich selber immer gekämpft hatte, wo wir nichts hatten. Und ich hatte vorhin in der Runde schon gesagt gehabt, dass es mir schon sehr, jetzt auch wieder Gänsehaut pur mit deinem Vater, es mir sehr leid tat. Und mein lieber Wolfgang. Das heißt, Wolfgang bekommt 5.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch, Wolfgang. Ich lade dich noch kurz rein. Ja. Und wir gehen auch so. Ne? Wir machen hier einen Austausch. Was für eine Entscheidung bei der Dinnerparty. Die Entscheidung, Wolfgang geht mit 5.000 Euro nach Hause. Ich möchte mich bei euch allen recht herzlich bedanken. Und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Hier zur Dinnerparty. Die Entscheidung. Bis dahin, eine schöne Zeit.